Hallo und herzlich willkommen zurück zum Gameplay von GTA Online. Ja, ich bin echt glücklich, dass ich jetzt wieder reingekommen bin. Rockstar hat da irgendwelche Anmeldungsprobleme wieder gehabt. Ist öfter so auch, dass man wieder irgendwo komplett unspawnt, obwohl man eigentlich den letzten Auslogpunkt hat. Und deshalb, ja, ich mag es einfach so am besten, dann bin ich immer am Ort, wo man natürlich das Spiel verlassen hat. Ja, heute zeige ich wieder lustige Sachen oder ja, einfach merkwürdige Sachen. Und ein paar Büsche. Das ist jetzt zum Beispiel der erste Busch, der recht weit hoch oben gesetzt wurde. Der hat natürlich hier nichts zu suchen. Der muss am Boden sein. Aber dass einfach Rockstar ein bisschen ein Missgeschick passiert. Eine große Welt hat auch große Verantwortung. Probleme, oder? So, als nächstes haben wir etwas Deutsches. Wir schauen hier rein. So. Da steht nämlich Werks statt Einfahrt Freiheit. Und das ist wahrscheinlich wegen Beasel News. Ja, Wiesel News. Weil Wiesel ja eigentlich ein deutsches Wort ist. Haben sie da einfach als Anspielung auf Deutschland und so, ja, das Deutsch gemacht. Und gibt öfters so deutsche Wörter wie zum Beispiel Dusche Gold oder ja, was auch immer, also viele, das ist jetzt natürlich gerade koreanisch, glaube ich. Koreanisches Viertel. Genau, hier haben wir einen kleinen Witz für die Erkunder, wie zum Beispiel ich so ein Erkunder bin, die einfach das Game halt auch ein bisschen besser kennenlernen wollen als die meisten Spiele, die nur auf Spaß aus sind, nämlich gehen sie wieder zurück. Also, turn back. Ja, gehen wir mal auf die andere Seite. Und hier haben wir nichts hier. Einfach mal nichts hier. Und Pogo the Monkey ist auch dabei. So, haben wir gerade einen Bus hier. Gehen wir mal zur Bushaltestelle, zum Buslager. Dann habe ich nämlich zwei mit dem Bus. Ja, danke schön. Ah, hier geht mal wie die Blöde in den Weg hinein. Bin doch der Rase, ich muss freie Fahrt haben. Oh Gott. Dankeschön. Super. So. Ui. So, jetzt noch die Straße gerade aus. Jetzt sind wir im Busdepot, genau. Hier ist eine richtig interessante Mission ganz am Anfang und die Busse sind irgendwie manchmal einfach nicht hier. Oder ziemlich oft nicht hier. Keine Ahnung. Aber wenn mehr Spieler hier in der Nähe sind, dann sind immer die Busse da. Ja, ich bin eben heute ein bisschen später dran und leider sind viele Leute einfach müde. Vielleicht Wochenende einfach ein bisschen mehr schonen wollen. Deshalb ist jetzt leider noch kein Rollenspiel geplant, aber sobald der Kev eigentlich mitmachen kann, gerade Zeit hat, dann mache ich natürlich Rollenspiel. Alleine ist es natürlich ein bisschen langweilig. Man weiß nicht so viel, wie es am besten machen kann, nicht so viel reden und so weiter. Also leider keine Busse wieder in der Lobby. Müssen wir halt das ein anderes Mal machen, wenn ich in einer besseren Lobby bin. Es geht ja immer einige Zeit. Ah, genau, weiß ich, was ich machen will. Meh, meh. Mache ich immer meine Katze, weil sie auch immer meh, meh macht. Ui. Ja, und jetzt in diese Richtung. Was wir noch machen können, sind die Statuen suchen, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Also da muss ich leider
eine Beihilfe haben. Einer, der mir sagt, wo sie sind oder dem ich auch suchen kann. So, jetzt muss ich kurz schauen, welche Straße es ist. Das ist die Straße. Ja, gute Bushaltestelle. Hat echt viel Sinn. Auf die falsche Seite scheint. Ja, kann man echt genießen, auf den Bus zu warten. Naja, gehen wir weiter. Also mehr schwebende Sachen. Wir könnten eigentlich jetzt auch zu einem großen Wallglitch gehen. Da hat es nämlich etwas Besonderes drin, wenn wir es schaffen, dorthin zu gelangen. Der Wallglitch echt ein bisschen, ja, Hindernis, unsichtbare Hindernisse hat und so. Ist nicht gerade so leicht, dort reinzugehen. Auf dem Weg ist eigentlich nichts außer, ja, was momentan nicht so lohnenswert ist zu zeigen. Das Video auch nicht allzu lange wird. Gehen wir jetzt direkt zum Wallglitch. Müssen aber da irgendwie runterkommen. Komm, das schaffst du. Ja, easy. Der Schneemann kennt ihr hoffentlich. Kann ich mal kurz zeigen, wenn wir gerade in der Nähe sind. Nein, wir sind nicht in der Nähe. Kommen wir jetzt gerade hier nicht weiter. Hier kommen wir hoch. Okay. Hey. Ja, ist ein bisschen weiter weg. Ich dachte, wir wären schon da unten. Aber ist natürlich logisch, dass die Karte schon ein bisschen größer ist und deshalb die Wege schon ein bisschen länger sind. Also kurz Schneemann zeigen. Der ist ziemlich bekannt eigentlich schon so langsam. Also es gibt immer so Szenen, da sehe ich niemanden, der es kennt. Dann wieder Leute, die gut kennen und so weiter. Ich habe ja viel Gesellschaft. Der Schneemann. Hallo. Kleines Maskottchen der Eiscreme-Fabrik. Einfach Kühllager. Okay. So. Aha, okay. Sehr erschrocken. Da ist, glaube ich, auch einer. Gehen wir kurz zuerst hier mal das gerade nehmen an. Der tollste Wallglitch kommt eben als zweites. So. Weil jetzt gerade hier ein anderer ist, der eigentlich nicht gerade so gut ist, aber man kann einfach mal geradeaus ein bisschen beobachten. Ein Spionageversteck. Ja, wunderbar. Einfach hier rein und das ist nämlich hier an dieser Stelle. So, wo die Schiene hier nach rechts geht und das Ammunition unten dran ist. Wo bist du jetzt? Hallo. Auf dieser Seite. Ja, das Motorrad versteckt sich gerne bei diesem Detail. So, dieser Bogen soll euch auffallen. Beim Reingehen, weil es ist eigentlich der beste Weg. Einfach hier durchkrachen und dann gerade nach rechts. Und dann seid ihr hier unten. So. Und zwar hier. Es geht nicht jedes Mal, also es kann ein paar Fails geben, aber ich denke, es geht schon. Ja. Also ihr seid jetzt hier rechts neben dieser Klingelschlange. Deutsche Sprache, Schwersprache, vor allem als Schweizer. Also neben der Groove Street und neben der Ammunition, der hier unten beim Hafen ist. Und zwar müssen wir hier geradeaus. Und sobald die Straße wieder gerade wird, also dieser Weg wieder gerade wird, ein Wheelie machen. Und, ja, rausgequetscht. Man muss es ein bisschen schöner machen. Aber so habt ihr schon mal gesehen, wie ihr reinkommt. Ja, da könnt ihr sehr, sehr viel erkunden. Ja, also bitte nicht gleich ausrasten. So. Gut. Nochmal probieren, ah, der Zug kommt gerade.
Ich sehe ihn gerade nicht. Jetzt kommt er leider. Er ist noch da. Die kleinen Züge, die Waggons, die sieht man leider nicht. Jetzt sollte er gut sein. Ein bisschen weiter rüber. Oh, voll reingeprescht. Jetzt bitte nicht rausglitschen. Sehr gut. Also was ihr jetzt eigentlich machen müsst, ist nach Norden gehen. Aber immer wenn ihr nicht weiterkommt, müsst ihr ein bisschen nach links gehen und nicht allzu weit. Oder nach rechts. Ich bin gerade an der falschen Position. Ja, einfach ein bisschen drüber hüpfen, wenn es nicht mehr weitergeht. Einfach geradeaus und dann seht ihr den Kumpel schon bald. Oder ein flackerndes Gebäude. Einfach immer ein bisschen nach links gehen und sonst einfach ein bisschen hüpfen. Dann geht die automatisch. Ah, ein Unfall. Okay. Hä? Wieso bin ich jetzt rausgeflogen? Also was ihr seht, ist ein Busch, der einfach dort platziert wurde. Dürft ihr gerne anschauen, aber in einem Video geht's halt meistens nicht so gut. Weil es sonst zu lange dauert, bis ich dann schneiden kann. Und dann kann ich es euch nochmals zeigen. Aber eben, es gibt Programme nicht mehr, die einfach kostenlos sind und die Möglichkeit nicht habe, es zu bezahlen und wegen Kreditkarte oder sonst PayPal oder so. Muss ich noch kurz ein bisschen warten, es geht wahrscheinlich nicht lange und dann kann ich alles bezahlen. Werde ich eventuell aber nur, wenn es nicht jährlich kostet. Das ist eine riesen Abzockmethode und die unterstütze ich nicht. So, was haben wir als nächstes? Gehen wir mal zum Hafen. Ja, und eben diesen Gameplay ist dann auch geplant, weiterzukommen im Spiel, weil wir im Rollenspiel eigentlich nicht so viel Zeit haben, mit dem Spiel weitermachen, aber ich habe jetzt einfach noch ein bisschen Steuerungsprobleme. Hui! Krass. Oh, die Ampel auch noch. Okay. True heißt doch Werf, oder? Also, Drive-Through. Fallen. Nee. Ja, man kann es nicht so gut auf Deutsch übersetzen. Da ist irgendwie wahr oder so. True. Ja, True Way heißt wahr. Wie kommt denn jetzt am besten? Ah, hier sind die Büsche, genau. Schaut euch mal diese Büsche an. Sind sie nicht gut platziert, vor allem das Gras? Sehr gut zu sehen. Wir haben gar keine Erde. Wir haben gar keine Nährstoffe. Und ein Busch fliegt, schwebt sogar. Ja, ziemlich weit oben platziert ist ein bisschen schon am Boden. Man sieht durch die Gräser. Aber wieder mal richtig gut gemacht, Rockstar. Solche Sachen sind einfach toll zu sehen, auch wenn es eben nicht gerade so motivierend für die Entwickler natürlich ist. Aber eventuell sieht ja Rockstar meine Videos und verbessert es nach. Oder lässt es drin und als Gag. Und ja, Rockstar macht halt wenig, also sie machen ja kaum etwas im Singleplayer und deshalb ja, ist jetzt auch nicht so nötig, irgendwelche Weltsachen zu machen, oder? Für Rockstar. Die wollen ja eher Geld verdienen. So. Ja, wollen wir noch ein bisschen stunten, oder wollen wir noch etwas zeigen? Also ich weiß jetzt nicht, ob es geht, aber ich denke schon. Wir müssen nur den richtigen Platz finden. Nicht hier, sondern auf der anderen Seite. Bisschen weiter rechts. Sieht mir alles ein bisschen wieder neu aus. Nicht mehr so oft hier. Weil ich das Gebiet eigentlich schon alles abgecheckt habe, schon längere Zeit und nicht mehr so im Kopf habe. Ja, wie kommt man jetzt am besten drüber? Die rechte Seite. Ich bin komplett falsch. No. Lol. Habt ihr das gesehen? Irgendwie waren die Reifen irgendwie zu weit unten.
Muss ich im Video nochmals kurz schauen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe die Reifen nicht gesehen. Vielleicht wegen dem Staub oder wegen anderen Sachen. Aber ich glaube, sie waren zu tief unten. Na gut. Also hier ist es. So, oder? Ja, die Straße wäre besser gewesen. Ja, hier. So. Eine dieser Wände ist durchlässig, man kann reinlaufen. Ich glaube aber, das haben sie ein bisschen gefixt. Ich muss auch noch hüpfen. Mal schauen, ob es noch geht. In einer Seite kann man rein. Das ist halt alles alt, also mindestens ein Jahr her, wo ich das gefunden habe und deshalb wahrscheinlich schon gefixt. Ah, hier ist es, genau. Also ich bin jetzt gerade durchgelaufen, aber ich möchte gerne rein. Hä, wieso geht es nicht mehr? Wieso kommt man nicht rein? Jetzt kommt man rein, komm. Das ist das Falsche. Also, der geht da nicht rein. Na gut. Ja, aber bitte. Ja, wurde wahrscheinlich teils gefixt. So kleine Sachen machen sie da schon ein bisschen besser mehr. So. Ja, eins kann ich da noch zeigen. Ein bisschen etwas reden. Dann mache ich gleich nochmal eine Folge mit mehr. Dann haben wir das ein bisschen abgeschlossen. Ich mache halt nicht so gerne längere Videos, weil im Wackelkontakt am Headset habe. Kann sein, dass das Video dann einfach kaputt geht, weil ich das Video nicht beenden kann, weil OBS da nicht rauskommt mit dem Headset, wieso das plötzlich nicht mehr sendet und so. So ein Lag gibt es, einen längeren. Und deshalb, ja. Auch damit ich auch schneller hochladen kann. Also es geht momentan echt gut mit der Dauer, aber ja. Ich muss ja auch ein bisschen anpassen an euch. Ihr werdet ja auch nicht allzu lange schauen momentan, wo ich jetzt noch nicht so bekannt wieder bin. Weil viel inaktiv sind bei mir. Und längere Video gibt es dann wirklich noch Nachfrage oder wenn wir dann spannendere Sachen machen können. Dank euch. Also ich möchte gerne, dass ihr natürlich auch mitmachen könnt, wenn ihr wollt. Natürlich ist es kein Zwang. Aber mit jedem, der mitmacht, wird es einfach cooler. Und ja, da muss ich auch nicht immer so lange warten, bis jemand online ist. So. Und kann öfters dann Videos bringen. So. Ja. Hier sehen wir, dass da Rockstar nicht gerade so toll gearbeitet hat und vieles schwebt. Das würden natürlich Real-Life-Menschen gleich mal fixen. Bisschen Sand ausschippen, aber Rockstar kann das natürlich nicht so schnell. Und deshalb sieht das ein bisschen merkwürdig aus. Weil sich ja nichts verändert. Also Wolkenkratzer wie das große Haus dort. Also der. Ja, ich weiß gar nicht, wie der Tower heißt. Irgendwas mit M, glaube ich. Mace Tower oder so. Immer noch im Bau seit 2013. Immer noch gleich weit und so. Gut. Also das eine machen wir dann später. Ah ja, da oben können wir noch kurz schauen. Weil es gleich mal in der Nähe ist. Muss ich leider hier an den Stoß. Ich bin nicht so ein Autofahrer, ich weiß nicht, wie es heißt. Leitplanken hat. Vorbeigehen. Also, da muss ich ja gerade ein bisschen suchen, welche Büsche fliegen. Aber sehr viele. Da ist zum Beispiel einer. Schöner, schwebender Busch, der sogar unsichtbar
ist unten drunter, also man kann auf einer Seite eigentlich durchschauen, auf der hinteren Seite, auf der Vorderseite natürlich nicht. Und also solche Büsche, wie ihr eben gerade gesehen habt, schweben eigentlich sehr oft, weil sie einfach schlecht platziert wurden. Die Ruxer, ja, Geländeersteller haben da einfach nicht so Ding gemacht. Das ist übrigens hier an dieser langen Wiese. Also hier sehen wir ja ziemlich schlecht platzierte Büsche, dass sie eine optische Box haben, eine schwarze. Die sollte beim Platzieren natürlich nicht mehr sichtbar sein. Hier auch. Und Gras fliegt jetzt gerade hier nicht. Aber fliegt auch gerne mal wieder ein bisschen herum. Ah, hier zum Beispiel ist das Gras. Ja, recht schlecht platziert geworden. Ja, wurde einfach schlecht platziert. Hier auch. Man kann unter das Gras schauen. Da müssen wir kurz schauen. Ja, hier ist der Busch, der zweite. Aber es gibt eigentlich noch viel mehr, aber leider findet man die eigentlich nicht gerade so schnell, oder? Wenn man eben schon lange sie eigentlich gefunden hat, aber nicht Video aufnehmen konnte oder so, ist es natürlich bei mir schon ein bisschen schwieriges, nochmals zu finden. Aber hier haben wir wieder eine schwarze Kollisionsbox. Und hier. Und hier. Hey, cool. Rockstar, gebt euch da ein bisschen mehr Mühe mit Gegner selbst. Ist ziemlich auch. Hat einfach ein bisschen unten abgeschnitten. Hier ist auch die Kollisions-, also die schwarze Box zu sehen. Und hier auch. Ja, sehr viel. Ja, ja, ist auch im Schweben. Ja, da kann ich das nicht so gut zeigen. Müsst ihr dann halt einfach ein bisschen besser darauf achten als ich. Ja, ich habe jetzt auch nicht so einen großen Bildschirm, kann es also auch nicht so genau sehen. Ja, gehen wir mal nach oben. Und dann mache ich mal ein Partschnitt. Es ist schon wieder. Also ich sehe immer wieder, dass es Fahrzeuge zu tief ist. Ist wahrscheinlich nur eine optische Täuschung, weil es so schnell geht. Aber es ist ein bisschen komisch. Ich finde es richtig interessant. Ich hoffe euch auch, dass wir ein bisschen Fehler anschauen. Aber natürlich möchte ich schon ein bisschen mehr machen können. Und ja, das ist ein gutes Ende. Im Busch stecken bleiben. Ach komm, ich merke nur kurz. Ja, machen wir das im nächsten Part. Hä? Der kommt eigentlich, ja, wahrscheinlich dann für euch morgen früh. Tschüss.